Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer Kurzausgabe der Tagesthemen in dieser Halbzeitpause. Spätestens der Abschuss eines großen militärischen Transportflugzeugs bei der Stadt Luhansk zeigt, dass die Kämpfe im Osten der Ukraine eine neue Phase der Brutalität erreicht haben. Pro-russische Separatisten sollen die Militärmaschine mit einer Boden-Luft-Rakete und Maschinengewehrfeuer beim Landeanflug auf den Flughafen getroffen und zur Explosion gebracht haben. Alle 49 Insassen kamen dabei ums Leben. Der ukrainische Präsident Poroschenko droht nun mit Vergeltung. Golina Tai berichtet. Die Überreste der Iljuschin. Der Militärtransporter hatte 9 Crewmitglieder und 40 Fallschirmjäger an Bord. Es ist der bislang blutigste Tag für das ukrainische Militär. Die Separatisten sagten einer russischen Nachrichtenagentur, sie hätten den Transporter mit Flugabwehrraketen abgeschossen. Die ukrainische Armee sieht Profis hinter dem Anschlag. Sichtlich erschüttert verkündete Präsident Poroschenko für Sonntag einen Tag der Trauer. Der Abschuss sei ein zynischer Akt von Terroristen. Die Ukraine brauche Frieden, aber die Angreifer erhielten eine angemessene Antwort. Erst gestern hatte die Armee Erfolge gemeldet. Die Hafenstadt Mariupol sei, so wörtlich, befreit worden und man habe die Kontrolle über ein Stück der Grenze zu Russland zurückerlangt. Doch heute kamen in Mariupol 3 Grenzschützer ums Leben bei einem Angriff von Separatisten. Für uns steht jetzt Golina Tai in Kiew. Golina, seit Ende Mai ist eine Gruppe von OSZE-Beobachtern in den Händen pro-russischer Separatisten, darunter offenbar auch eine Deutsche, wie heute bekannt wurde. Haben Sie nähere Informationen dazu? Nein, Thomas, die OSZE konnte uns gegenüber keine näheren Informationen geben, mit dem Verweis auf die Sicherheit ihrer Mitarbeiter. Für die Ukrainer ist das heute auch sicherlich kein leichter Tag gewesen. Zur Stunde haben sich einige hundert sehr wütende Demonstranten versammelt vor der russischen Botschaft in Kiew und bewerfen die Botschaft mit Steinen und mit Eiern. Und der Außenminister der Ukraine, der versucht, die erhitzten Gemüter dort zu beruhigen. Der Präsident der Ukraine hat heute mit seinem französischen Amtskollegen telefoniert und gesagt, er erwarte weitere Sanktionen des Westens gegen Russland, falls es zu weiteren Angriffen der Separatisten komme. Und die heutigen Angriffe, die erschweren ganz sicher die Aussicht auf Friedensverhandlungen. Golina, vielen Dank für diese Informationen aus Kiew. Im Irak melden sich jetzt immer mehr Freiwillige für die Armee, wie diese Männer hier, um gegen die ISIS zu kämpfen, die islamistische Terrormiliz, die Bagdad einnehmen will. Über 1000 junge Männer haben eine militärische Blitzausbildung von nur einem Tag bekommen und wurden heute in Lastwagen in die Hauptstadt gebracht. Und dort bereiten sie sich jetzt auf den Angriff der ISIS vor, die nur noch rund eine Autostunde von der irakischen Hauptstadt entfernt ist. Thomas Aders. 7000 Freiwillige allein an diesem Posten im Norden von Bagdad. Seit dem Morgengrauen melden sich die Schiiten offenbar begeistert von der Aufgabe, sich den radikal-sunnitischen ISIS-Verbänden in den Weg zu stellen. Schiiten gegen Sunniten, der Konflikt trägt immer deutlicher Züge eines Religionskrieges. Irak, mein Land, ist in meinem Blut. Und wenn ich im Kampfe sterbe, dann habe ich damit kein Problem. Nachdem gestern US-Präsident Obama die Entsendung von Bodentruppen in den Irak abgelehnt hatte, meldete sich heute der Nachbar Iran zu Wort. Die schiitischen Ayatollahs wollen dem unter Druck geratenen irakischen Ministerpräsidenten al-Maliki beistehen. Auch wenn wir bislang keine Anfrage für spezifische Hilfsleistungen erhalten haben, sollte die irakische Regierung uns um Unterstützung bitten, werden wir das in Angriff nehmen. Unter Druck geraten die ISIS-Kämpfer auch im Norden. Kurdische Peschmerga-Verbände wollen in ihrem Einflussbereich einen Gottesstaat verhindern. Bundespräsident Gauck hat die Politik dazu aufgerufen, mögliche Auslandseinsätze der Bundeswehr nicht von vornherein auszuschließen. Mehr darüber in den Kurznachrichten mit Thorsten Schröder. Der Bundespräsident sagte, zu einer aktiven Politik Deutschlands bei Konfliktlösungen gehörten auch der Einsatz von militärischen Mitteln. Gegenüber dem Deutschlandradio Kultur erklärte er, für das Überleben von Menschen sei es manchmal erforderlich, zu den Waffen zu greifen. Deutschland müsse seine früher gebotene Zurückhaltung ablegen, so Gauck weiter. Präsidentenwahl in Afghanistan. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen konnten die Bürger in einer Stichwahl über den Nachfolger von Präsident Karzai entscheiden.
Zur Wahl standen Ex-Außenminister Abdullah und Ex-Finanzminister Ghani. Das Ergebnis wird für Juli erwartet. Die deutschen Handballer haben die Qualifikation für die WM 2015 verpasst. Das Team verlor in Magdeburg das Playoff-Rückspiel gegen Polen mit 28:29. Deutschland hatte bereits das Hinspiel verloren. Die WM läuft, Sie wissen das, erst seit 3 Tagen. Aber für einen ist sie schon jetzt gelaufen, nämlich für Franz Beckenbauer. Eigentlich wollte er spätestens zum Halbfinale in Brasilien sein, doch die FIFA hat gestern eine 90-tägige Sperre gegen ihn verhängt, weil er sich weigert, Fragen zur Vergabe der WM 2022 nach Katar zu beantworten. Heute hat die FIFA klargestellt, das Stadionverbot gilt nicht nur für den Fußballfunktionär Beckenbauer, sondern auch für den Privatmann Marc Schlömer. In Russia. Katar. Im Zusammenhang mit den WM-Vergaben an Russland 2018 und Katar 2022 ermittelt eine FIFA-Ethikkommission wegen Bestechungsvorwürfen und hat dazu die damals stimmberechtigten Exekutivmitglieder, zu denen auch Franz Beckenbauer gehörte, befragt. Beckenbauer hat die ihm angeblich nur in Englisch gestellten Fragen nicht beantwortet. Das juristisch Englisch bin ich nicht mächtig. Gebt mir die Fragen auf Deutsch, das wird doch mal möglich sein. Nein, das wurde abgelehnt. Die Ethikkommission widerspricht und teilt mit, Beckenbauer habe nicht geantwortet, obwohl er wiederholt angefragt wurde in einem persönlichen Interview oder durch die Beantwortung schriftlicher Fragen, die in Englisch und Deutsch gestellt wurden, Informationen zu liefern. Beckenbauer war kurz nach den WM-Vergaben von seinem FIFA-Amt zurückgetreten und hatte wenig später geschäftliche Engagements in Russland und Katar übernommen. Und zum Schluss noch das Wetter. Morgen viel Sonne und nur ganz vereinzelte Schauer, 19 bis 26 Grad. Und jetzt geht es weiter mit Fußball. Viel Spaß bei der zweiten Halbzeit des Spiels Uruguay gegen Costa Rica. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss, bis dahin.